Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorbereitungsvideo für die Inverted Classroom and Beyond 2021. Mein Name ist Josef Buchner, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Learning Lab der Universität Duisburg-Essen. Und ich freue mich, dass ich heute Professor Carsten Morisse bei mir begrüßen darf. Ja, lieber Carsten, ich darf dich bitten, dass du dich ganz kurz vorstellst. Ja, Carsten Morisse, ich habe die Professur für Medieninformatik an der Hochschule Osnabrück. Und ja, beschäftige mich seit langer Zeit eigentlich mit dem Thema Inverted Classroom. Bin auf dieses Veranstaltungskonzept gekommen, als ich den Begriff noch gar nicht kannte, weil ich halt frühzeitig damit begonnen habe, meine Veranstaltung aufzuzeichnen. Und auf der kommenden ICM Beyond würde ich ganz gerne mit Ihnen oder euch einen Workshop zum Thema EduScrum machen. EduScrum ist ein Konzept, auf das ich letztes Jahr gestoßen bin und vor dem Hintergrund der Informatik sofort gedacht habe, oh, das ist etwas, das muss ich ausprobieren. Ich habe das im letzten Semester im Kontext einer Veranstaltung Algorithmen und Datenstrukturen, ja, das ist sozusagen das passende Hintergrundbild, vor dem ich mich gerade befinde, ausprobiert. Und man hat vielleicht schon mal gehört, Scrum, das ist eine Methodik, die kommt aus dem Software Engineering, wo es um, sage ich mal, agile Produktentwicklung geht, die in Zyklen passiert, wo man nicht von Anfang an einen klaren Katalog hat, Anforderungskatalog, ja, und nach zweijähriger Entwicklungsarbeit ist dann das Produkt fertig, sondern bei Scrum geht man in sogenannten Sprints vor, wo man sich immer wieder kleinere Ziele setzt, das in einem sogenannten Backlog festhält und dann sozusagen sich im Entwicklungsteam abstimmt, was denn sozusagen die Aufgaben für den nächsten Sprint sind. So ein Sprint, der ist typischerweise 1 oder 2 Wochen. Und das ist, sagen wir mal, mittlerweile ein gängiges Vorgehensmodell in der Informatik. Und das möchte ich ganz gerne in die Lehre überführen. Und da ist dieses Thema EduScrum eigentlich ganz hervorragend geeignet. Ja, EduScrum, das ist eine Initiative, die ist, ich meine, 2011 in den Niederlanden im Schulkontext entstanden. Und da wird im Prinzip genau die Idee von Scrum quasi in den Bildungsbereich überführt. In Scrum gibt es 3 Rollen. Das ist einmal der sogenannte Product Owner, da gibt es den Scrum Master und das eigentliche Entwicklungsteam. Ja, und im Kontext von EduScrum ist der Product Owner halt der Lehrende, der eigentlich einen ganz kompletten Rollenwechsel vollzieht, weil er nicht mehr derjenige ist, und darum passt das sehr gut zu dem Inverted Classroom, der jetzt vorne steht und erzählt, sondern der eigentlich nur letztendlich, sage ich mal, die groben Anforderungen definiert, und das würde ich als Lehrperson halt tun, indem ich die Lehrziele, Ausbildungsziele formuliere, festlege. Ja, und dann gibt es den Scrum Master, der letztendlich sich darum kümmert, dass im Prinzip der Ablauf, es gibt halt einen formalen Ablauf, nämlich dieses zyklische Durchlaufen von Sprints und kleineren Entwicklungszielen, der so ein bisschen darauf achtet, und dann das eigentliche Team, was halt im Scrum-Kontext halt eine Entwicklung durchführt. Ja, und hier im Bildungskontext geht es darum, sich sozusagen wöchentlich, zweiwöchentlich kleinere Ziele, Lehrziele, Lernziele formuliert und sich dann selbstständig überlegt, wie wir denn diese Ziele erreichen. Darum geht es. Es geht also sehr stark um das eigenverantwortliche Lernen und das selbstständige Erarbeiten von Inhalten, und die Lehrperson halt das Ganze nur begleitet. Ja, und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das ist etwas, was, sage ich mal, im Informatikkontext ganz hervorragend funktioniert, weil es sozusagen in der Ausbildung, in der Lehre schon eine Methodik anwendet, die auch im späteren Berufsleben eigentlich dann zum Tagesgeschäft gehört. Ja, und das ist etwas, was ich ganz gerne mit euch, mit Ihnen in dem Workshop mal diskutieren möchte. Einmal den Einsatz dieses Scrum-Szenarios, ja, das ist im Prinzip nur ein Rahmenwerk, wie man den Unterricht oder die Lehre gestalten kann, ja, und was mich insbesondere interessieren würde, wie gut lässt sich das denn auch übertragen, sage ich mal, auf andere Fachbereiche oder Fachgebiete, ja, ich glaube, das ist ein wunderbares Szenario, was im Kontext der Informatik eingesetzt werden kann, aber sicherlich diskutiert werden kann, wie das in ganz anderen Kontexten ausschaut. Super. Vielen, vielen Dank. Perfekter Einblick und ich glaube auch perfekte Werbung für deinen Workshop oder für deine eigentlich dann auch ja Diskussionsrunde. Ich glaube, besser kann man es nicht machen, dass man eigentlich dann versucht, tatsächlich mit Menschen da in die Diskussion zu gehen über dieses Thema. Mir fällt da dann auch sofort agile Didaktik so ein bisschen ein oder diese Agilität, ja, im Bildungsbereich, die gerade auch irgendwie kommt. Bin gespannt, freue mich und ja, ich hoffe, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sind auch gespannt und begeistert und möchten dann gerne an diesem oder auch an anderen Workshops im Rahmen der Konferenz teilnehmen. Den Link zur Anmeldung habe ich Ihnen bereits hier auch hingegeben.
bitte anmelden. Wir freuen uns, wenn wir dann viele, viele Kolleginnen im Februar 2021 begrüßen dürfen. Ja, lieber Carsten, herzlichen Dank nochmal und ja, wir sehen uns im Februar. Von meiner Seite ganz herzlichen Dank.